Seh die. Oh shit, er darf. Dick, what? DK? Jetzt bin ich verwirrt, dass Norman DK spielt. What the fuck? What the? Oh nein, bitte nicht. Ja, okay, okay, das geht, das geht. Das ist okay. Das ist nur 160%, 116%. Das ist schon mal okay. Ja, okay. Damit wurde ein Stock schon mal ein bisschen, ja, deleted. Ja. Das sind schon just Luigi Fangs, ja, ist so. Aber egal, eines, ja, Backer. Backer, oh, das hat Zero auch gesagt. DK ist besser als Bowser, weil DK mit Backer edgeguarden kann. Da haben wir es gerade gesehen. Schon wieder even. Und ich mache die Stocks erst nach dem Match immer. Also ich update die erst da. Ich habe keinen Bock, das hier in Stocks zu machen. Und es killt nicht, okay. Aber das ist ein guter Komfort. Ja, die Serie ist ein bisschen. Oh shit. Okay. Ja, die Serie ist ziemlich gut gegen DK, wie es aussieht. Aber kann Norman das wieder, oder Rare das wieder zurückholen? Schauen. Darf auf jeden Fall nicht gegrabt werden. Jetzt wird er nicht sterben, aber das ist okay. Never mind, er hat. Oh shit, Alter. Okay, er hat instant mit Upper converted. Ah, okay. Da hat der ganze D-Zero to Death gepult. Er darf den einen Loop übersprungen, weil er schon ein bisschen Prozent hat. So, 17 zu 15. Shisha führt, Alter. So. Was über das Ruleset? So. Junge, Zirk ist gejoint. Damn. Macht überhaupt alles bei Goku Baba Shisha mit? Bei uns kommt Sedi rein. Ich weiß gar nicht, wer da mitmacht. Erstmal schauen. Also, Goku Baba Shisha hat Monto Lucio zu.
Honk. Bojo. Ich muss weiter gucken. Ich muss so durchklicken. Okay, Goku Baba Shisha hat noch Tumbi. Okay, und dann, ja, keine Ahnung. Ich glaube, da fehlt noch einer oder zwei. Aber Vegeta Babong hat den Rare, der gerade gespielt hat. Dann Sedi, Tominimo, Beak und mich und Raptex. Arthur, Alter, ich habe das Team genommen, weil das Team 5 Spieler hatte und das Gegnerteam hatte 6. Also Goku Babashita hatte 6 Spieler und ich habe nur gefillt. Ich wollte eigentlich nicht mitspielen. Was soll ich machen, Alter? Aber schau dir mal Vegeta Babong an. Das sieht schon nicht schlecht aus, oder? Okay, FT ist sehr, sehr gefährlich für Sedi. Weil wenn er bei 0, also er kann nicht gut vor dem Grab sich schützen. Obwohl, jetzt hat er genug Prozent, um nicht mehr Zero Life zu werden, glaube ich. Ja, okay. Okay, mal schauen. Wer den ersten Stock jetzt kriegt. Ist es Goku Baba Shisha oder Vegeta Baba Wong? Mal schauen. Das Matchup kann ich mir... ich weiß gar nicht, wie ich es mir vorstellen kann. Es kommt halt drauf an, wie der DDD das spielt. Wenn der DDD campt, könnte es ein bisschen eklig sein für Luigi. Und halt keine unsafe Moves macht, weil er sonst gegrappt. Oh, schöner Spot-Dodge. Das war ein perfekter Spot-Dodge und ein perfekter Punish für die Yuppie. Man hätte da geschildet, wahrscheinlich sein Shield einfach tot. Oder den Edge-Cut verkackt. Ist aber auch nicht so einfach, wenn man gegen Luigi auch nicht so oft spielt. Ich weiß jetzt nicht, wie oft CD gegen Luigi gespielt hat. Er versucht es aber zu edge-cutten, was sehr gut ist. Oh, okay. Ja, der holt. Honk sehr, sehr gute Prozente. Der Smash hat einfach zwei Sachen geklaut, weil der DD so fett ist. Ist auch sad. Mal schauen. Keiner von den Ledge raus. Nee. Was machen der Ledge? Ja. Und da hat er ihn mit Downhill gebaitet. Okay. Das sah sehr, sehr komisch aus. Und. Oh, er hat die Abwehr verkackt. Aber er hat drauf reagiert. Sedi muss jetzt den Kill bekommen gegen Honk. Was aber gerade nicht so gut aussieht. Und ja. Der Free Stock.
So. Ja, Honk macht's schon. Honk macht auf jeden Fall nicht schlecht. So. Okay, ich mach mal den Chat weg und müde mich. Jetzt macht's machen. Jetzt wird's ernst. Eat this Mega Smash, Mann.
Nice, nice. Egal was. Ein Husuchar weniger, ja. Schauen, was jetzt kommt. Ultimate besteht doch nur aus Husuchars. Stimmt schon, ja. So fast keine Nicht-Husuchars. Okay, BF. So.
Nice, nice. Holt Goku, Baba Shisha, echt. Ich meine, Vegeta Baba Bong holt voll nach. Holt voll auf. Kann gar nicht reden, nice. Auch gut. Suyuta hat einfach den Kill nicht bekommen. Richtig RIP. Junge, gleich wieder even. Gleich wieder even. Ich muss noch einen Stock nehmen und dann keins verlieren, dann ist even. Okay, Montau kommt rein. Montau.
Da habe ich Steuerklasse 3 einfach besiegt. Oh mein Gott. Damit hat jetzt auch... wie geht der Bababong den Lied? Nice, nice. Tumblet as fuck. Ich weiß, man. Alter, Ibra sein Nase. Auch geiler Name. Warte, Artus, erster Fan. Warte, wer ist Artus, erster Fan? Ich glaube, das ist Bojo. Aber da bin ich nicht so sicher. So, mal gucken. Ich glaube, das ist Bojo, aber... Irgendwie ist Sway. Habibi, ey. Na, Homo. Das ist Jona, ja. FD, okay, war klar. Alles klar. Ich guck PP only. Ich sehe schon eine komische Nachricht. Let's go. Warte mal, Pat. Pat ist noch in Goku Boshi Shop, ja.
Let's go. Mehr des Vegeta. Ja, Mann, Alter. Nach jedem Kill, ey. Nach jedem Match. Werde ich einfach stärker. Nach jeder Niederlage. Gestern. Tominium hat mich so zerstört. Auf einmal Ultra Instinct bekommen. Super. Warte, was war noch SSG? Ah. Super, super. Gott, Saiyajin. Super, Saiyajin, Gott. Keine Ahnung, Alter. Ich kenne die Abkürzung nicht mehr. Schon zu lang. Super Saiyan, Gott, Super Saiyan. Als ob. Also, die Goku Baba Shisha hat noch Tungbi und Pet. Lass mal schauen. Okay, Carlos. Gegen Pat. Let's go.
Shit, hab vergessen zu SD'n. Oh Mann. Aber egal. Egal. Alter, jetzt ist noch Tommy da. Warte, warte, warte. Selben Band, ich glaube nicht. Ich bin ja Co-Leader, Pepe. Lass Fusion starten. Alter. Honk, Alter. Wenn du halt reinkommst in jeden Zero to Death, dann musste ich halt Bowser Jr. spielen. Ich wollte eigentlich nicht Bowser Jr. spielen, aber ich wollte nicht gegen Luigi verlieren. Das ist alles Scheißmusik, Alter. So. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie viel Stocks ich gezogen habe. Aber cool.
16 Stocks, nice. What the fuck? Ich hab's jetzt auch nicht erwartet, dass es so, dass ich so weit noch Stocks ziehe, aber auch gut. Ich habe noch Chance auf MVP. Ja, eigentlich schon. Hat jemand die ID? Die ID ist gepinnt, aber ich kann es nochmal posten. Die Mega-Entwicklung von Gludak. Alter. Die Finals, der Final Smash von Smash 4, Mann. Aber ich glaube, der Final Smash hat doch auch gesagt. Ich glaube, es bringt nicht mehr so viel, Mann. Also mal schauen, vielleicht holt ja Tumbi noch ein paar Games. Ist auf jeden Fall möglich, mit einem Stock noch alles zu holen. Mach mal Solo Gludak. Spaß. Ey, mach einfach. Du kannst schaffen, Mann. Ich glaube an dich, Tumbi, auch wenn ich bei Vegeta Baba Bong bin. Egal. Bin auch so schon. Alter. Okay, Raptex mit Rob. Yeah. Tumbi hat verkackt mit Stage. Nee, okay, passt alles. So, mal schauen, ob Tumbi Raptex free stocken kann oder er es nicht schafft und er verliert. Okay. Er muss eigentlich so wenig Prozent wie möglich schätzen, damit er das gewinnen kann. Ja. Ich weiß nicht, ob du es ernst meinst, Sway, aber ich mag sogar Rob echt. Weil viele hassen ja Rob. Oh, der Jump Read, Alter. Mag den, okay. Ich mag den auch. Deswegen spiele ich ihn. Okay, er hat kein Gas. Egal, kein Benzin. Oh ja. Also er hat schon 76%. Er kann natürlich sehr lange überleben, aber Rob hat ziemlich gute Kill-Options. Zum Beispiel Upsmash Shield. Downthrow, irgendwas. Upthrow auf einer Plattform geht ganz gut. Up-Tilt? Ah. Okay, ich dachte, er macht Up-Tilt. Aber Up-Tilt geht auch. Darf sich halt von diesen Kill-Options nicht treffen lassen. Und halt Offstage kann er auch ziemlich tief gehen. Gludak hat auch eine ganz gute Chance, den Gegner sehr, sehr früh zu killen. Wie mit der Becker zum Beispiel. Und wenn er jetzt mit Shige eine Combo macht, was
sehr, sehr gut möglich ist, dann... Oh, schöner Shield. Okay, Tumbi... Vertex findet den Kill nicht. Tumbi spielt es auch aber sehr gut. Versucht nicht in diese... Versuch nicht einen Grab, Upsmash oder irgendwas rein zu rennen. Er bleibt auf hinten, spammt. Oh shit, jetzt aber. Und. Die Alt ist. Sehr schön, die Alt, aber. Die Nair trifft nicht und damit hat Raptex noch, den Stock geholt. Aber. Nicht schlecht gespielt von Tumbi. Er hat es fast noch geholt. Hätte die Nair getroffen. Hätte er vielleicht sogar noch den Stock geholt, weil er dann. Weil dann Raptex offstage wäre. Aber, ja. GG's. Cooles Crew-Battle auf jeden Fall.